Die Gemeinde Pfalz hat im wahrsten Sinne des Wortes eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Seit 1661 hatte man sich nach Holland zu orientieren. Seit 1815 gehört Pfalz zum Königreich der Niederlande. In dieser Zeit wurde die Verwaltung und das Gericht der Schöffen der heutigen Gemeinde Pfalz verlegt nach dem Dörfchen Holset, das im Mittelpunkt der Gemeinde lag. Viele Wohlhabende ließen sich daraufhin in Pfalz nieder und machten aus Pfalz eine blühende Industriestadt. Zu diesen wohlhabenden Fabrikanten gehörte die Familie von Clermont aus Aachen, die sich 1761 in Pfalz niederließ und eine berühmte Tuchfabrik mit Abnehmern bis hin zum Zar in Russland gründete. Diese protestantische Fabrikantenfamilie Clermont, die während den Aachener Religionsunruhen ihre Textil- und Färberindustrie mit von Aachen nach Pfalz verlegte, war ein bestimmender Faktor dieser Pfalzer Zeitgeschichte. Johann Arnold von Clermont kaufte 1761 das alte Kastell Pfalzbruck als baufälligen Adelssitz mit Mühle und ließ es Schritt für Schritt für seine damaligen Bedürfnisse umbauen und wird heute noch als Hotel genutzt. Heute gehört das alte Kastell Pfalzbruck inmitten eines traumhaften Umfeldes zu einem Top-Hotelkomplex, in dem auch schon die deutsche Fußballnationalmannschaft während der Euro 2000 ihr Quartier hatte. Und hier fand auch der Tuchfabrikant Johann Arnold von Clermont seine letzte Ruhestätte. Die Kupfermühle, der Kupfermühle in Pfalz, die 1600 erbaut und 1737 im Auftrag von Esaias Clermont auf einen Teil des Grundstückes als protestantische lutherische Kirche umgebaut wurde, ist heute noch als eines der Zeitzeichen dieser Epoche in Pfalz zu besichtigen und wird heute für kulturelle Zwecke benutzt. Zahlreiche alte Gebäude, ehemalige Fabrikanlagen, historische Kirchen sowie Mühlen und alte Fachwerkhäuser erinnern immer noch hier in Pfalz an diese historische Zeit. Nach der belgischen Unabhängigkeitserklärung ab 1830 gehörte Pfalz bis 1839 zu Belgien. Bedingt durch die zunehmende Konkurrenz des deutschen und belgischen Hinterlandes stagnierte die industrielle Entwicklung in Pfalz und wurde mehr und mehr zu einem Naherholungsort für Aachener. Pfalz bekam in den Jahren 1905 bis 1907 Spielbanken, Casinos und war daher in dieser Zeit berüchtigt für Monte-Carlo-Allüren.
zur Wiederbelebung für Industrie und Tourismus sorgte ab 1895 die elektrische Straßenbahn von Aachen nach Pfalz und ab 1924 die Straßenbahnlinie von Maastricht nach Pfalz. Die Hauptverkehrsader von Pfalz ist die Maastrichter Lahn. Bis zur Fertigstellung der heutigen Maastrichter Lahn im Jahre 1825 hatte sich der Durchgangsverkehr über eine alte Römertrasse gequält, die während der Römerzeit als Via Regia angelegt wurde. Und auch schon von Kaiser Karl mit seinem Heer, auf dessen Kreuzzüge von und nach Aachen benutzt worden sein soll. Und galt schon zur Römerzeit als wichtiger Handelsweg von Aachen nach Maastricht und kreuzte sich in Pfalz mit dem Handelsweg der Abtei Roldück in Kerkrade nach Morsnet. Diese damals wichtigen Handelswege trugen stark zur Entwicklung der Orte entlang dieser Straßen bei. Bei einem archäologischen Fund in Aachens Innenstadt, der Jakobstraße, vermutet der Archäologe Andreas Schaub ein Stück dieser alten, aus der Römerzeit stammenden Via Regia entdeckt zu haben. Diese von Aachen kommende alte Via Regia, die heutige Pfalzerstraße, die in Pfalzer Quartier als alte Pfalzerstraße vorbei an der kleinen Wache und dann ab Pfalz weiter als Maastrichter Lahn nach Maastricht verläuft. Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte die Wirtschaft wieder auf. Deutsche kamen täglich zum Einkaufen nach Pfalz, weil die Preise bei vielen Artikeln um ein Vielfaches günstiger waren als in Deutschland. Diese Fahrten wurden im Volksmund auch Butterfahrten genannt und finden auch zum Teil heute noch statt. Pfalz ist heute eine Pendlerstadt mit 10.110 Einwohnern, die auf einer Fläche von 23,9 Quadratkilometer leben. Der Anteil deutscher Bewohner in Pfalz beträgt 26%. Die Haupteinnahmequelle ist der blühende Tourismus. Pfalz ist ein Einkaufsort für viele Besucher aus der weiten Umgebung. Der Gemeinderat der Gemeinde Pfalz wollte mit modernen, innovativen Ideen eine zeitgemäße, strukturelle Umgestaltung der Gemeinde ein noch schöneres Gesicht geben. Doch leider nagt auch hier in Pfalz, wie zurzeit auch in vielen anderen Städten, der Zahn der Zeit für immer mehr Leerstand und brachte damit dieses Projekt leider zum Scheitern. Alle Hoffnungen, diesem Projekt doch noch eine positive Wendung zu geben, liegen jetzt bei einer aus Aachen stammenden türkischen Unternehmersfamilie, die diese Geschäfte gekauft hat und unter dem Namen Festivals 7 verschiedene internationale gastronomische Restaurants eröffnen möchte. Diese Investierung beträgt ca. 10 Millionen Euro und soll 150 neue Arbeitsplätze schaffen. Es werden dann, nach Fertigstellung, täglich ca. 3000 Besucher erwartet. Somit bekäme dieses großartige Projekt doch noch eine positive Wende. Touristisch hat der Ort Pfalz mit seinen alten Bauwerken aus dem 17. bis 19. Jahrhundert und gepflegten Grün bzw. Parkanlagen, die als Oasen der Entspannung gelten, einiges zu bieten.
Doch der touristische Mittelpunkt von Pfalz ist der Pfalzer Berg, der mit dem bekannten Dreiländerpunkt mit 322 Meter der höchste Punkt der Niederlande ist. Von zwei hier stehenden Aussichtstürmen herab hat man eine fantastische Sicht auf die umliegenden drei Länder. Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Von 1839 bis 1919 gab es hier sogar, bedingt durch den Zwergstaat Neutral-Morsnet, der heute zu Belgien gehört, einen Vierländerpunkt. Zur Erinnerung daran besteht heute noch dieser Vier-Grenzenweg in Pfalz. Eine weitere Attraktion für die Besucher hier auf dem Dreiländerpunkt ist dieses großflächig angelegte Naturlabyrinth. Mehr als ausreichende Parkgelegenheiten und Restaurants mit tollen Außenterrassen stehen hier oben auf diesem Dreiländerblick für alle Besucher zur Verfügung. Hier kann man sich so richtig verwöhnen und die Seele einmal baumeln lassen. Zahlreiche Wander- bzw. Radwege sorgen hier im dicht bewaldeten Umfeld von Pfalz für eine entspannte und angenehme Freizeitgestaltung, die von den Besuchern gerne hier in Anspruch genommen werden. Und weil das Schönste an einer Wanderung die Rast ist, gibt es hier im Fellener Wald schöne Rastplätze. Zum Teil auch mit Grillgelegenheit. Für Gaumen und Magen gibt es hier ausreichend Restaurants mit schönen Terrassen und urige Waldcafés zum Entspannen. Wo man am liebsten gar nicht mehr aufstehen möchte. Gerne im Winter auch drinnen. Und jetzt zu Corona-Zeiten gibt es auch hier außergewöhnliche, angenehme Alternativen. Wer Pfalz als Urlaubsziel für die ganze Familie ausgewählt hat, ist im Bungalowpark Landal, Hochpfalz, allerbestens aufgehoben. Sowohl die Unterbringung in großräumigen Bungalows mit Terrasse bzw. Liegewiese als auch das gesamte Ambiente rundherum sorgen in einer parkähnlichen Anlage für einen puren, ultimativen Urlaubsspaß. Hinzu kommt nur ein fast nicht mehr zu überbietendes, großzügiges Freizeitangebot, sodass es hier an gar nichts fehlt. Und für alle Rennsportbegeisterte bietet die Kartbahn hier in Pfalz genau das Richtige.
und direkt hinter Pfalz beginnt eines der schönsten und touristisch erschlossensten Feriengebiete der Niederlande, das Mergeland. Es wird auch das Hügelland genannt, weil es für holländische Verhältnisse ziemlich hügelig ist. Auch hier in diesem wunderschönen Mergeland wurden zahlreiche Wander- und Radwege angelegt. Einer der bekanntesten Radwege ist die sogenannte Mergelandroute. Auch ist das Mergeland bekannt für den jährlich stattfindenden Radklassiker, die Amstel Gold Race. Diese Wander- und Radwege durchziehen das gesamte naturbelassene Gülltal, führen abwechselnd durch Wald, über Wiesen und Felder und immer wieder vorbei an der Göhl. Sie kommen vorbei an alte Bauernhöfe und Mühlen. Immer wieder laden im gesamten Mergeland zahlreiche Terrassen zum Verweilen ein. Deshalb ist für Freunde des Wanderns oder des Radsports dieses Mergeland das wahre Mekka. Hier sind stundenlange Wanderungen oder Radtouren ein wahrer Freizeit- bzw. Urlaubsspaß. Und mittendrin in diesem Freizeitparadies Mergeland liegen zahlreiche umgebaute Bauernhöfe, die heute als Pension, Ferienwohnung oder auch als Ferienhaus gerne in Anspruch genommen werden. Für alle Freunde des Campings laden hier schön angelegte und ruhige Campingplätze für einen entspannten Urlaub ein. Aber auch schicke Hotels sorgen hier für Sie im gesamten Mergeland für einen angepassten Aufenthalt. Hier das Hotel Bloemendaal. Oder das Hotel Pfalzbruck. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, steht hier in Pfalz eine wunderschön angelegte 9-Loch-Golfanlage und in unmittelbarer Nähe zu Pfalz zwei weitere 18-Loch-Golfanlagen zur Verfügung. Zusammengefasst gibt es hier in Pfalz nichts, was es nicht gibt.
Pfalz muss man einfach erleben. Vielleicht sehen wir uns ja einmal hier in Pfalz. Bis dann.